Ja, willkommen zur Online-Vorlesung Grundprobleme der praktischen Philosophie, eine digitale Ersatzsitzung am 6. Juni 2023. Heute möchte ich zu Beginn das ganze Begriffsnetz, was wir uns bisher erarbeitet haben und was wir uns heute erarbeiten werden, noch vorstellen. Also wir beginnen wie immer mit der Person oder dem menschlichen Tier, je nachdem, was als Subjekt der Handlung aufgefasst wird. Das kann natürlich individuell und im Falle der Person kollektiv sein. Es ist etwas problematisch, von einem kollektiven Tier auszugehen. Kollektive Personen hingegen sind sehr wohl denkbar. Wir haben den Handlungsbegriff unterschieden. Darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Wir sind auf den Grund eingegangen in der letzten Vorlesung, auf Gründe und auch auf die Vernunft. Haben zwischen instrumenteller oder hypothetischer Vernunft und kategorischer moralischer Vernunft unterschieden und haben David Hume dazu kontrastierend auch diskutiert. Ich gehe dabei heute noch mal genauer ein bisschen drauf ein. Wir haben den Begriff der Willensschwäche schon geklärt. Selbsttäuschung wird noch ein Grundthema sein, auf das wir näher eingehen werden, auch als Form der Irrationalität, der praktischen Unvernunft. Heute soll es um diese linke Seite gehen, um Freiheit. Da kann man positive und negative Freiheit voneinander unterscheiden. Man kann zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit auf Seite der positiven Freiheit unterscheiden. Und die Willensfreiheit ist das interessantere Phänomen von beidem. Und da können wir dann noch den Begriff der Autonomie genauer erklären und auch Determination, Notwendigkeit, Indifferenz als Formen oder als Bezugspunkte der Willensfreiheit uns überlegen. Und in der Kombination dieser Formen ergeben sich dann verschiedene Positionen wie Kompatibilismus und Inkompatibilismus bezüglich der Willensfreiheit, harter Determinismus und Libertarianismus als zwei Unterarten von Inkompatibilismus. Was es damit auf sich hat, werde ich jetzt gleich noch genauer erklären. Wir kommen dann auch noch zum Schluss auf Emotionen zu sprechen. Anhand der Liebe wollen wir uns fragen, wie Emotionen mit Handlungen zusammenhängen. Und es wird sich zeigen, dass Liebe und der Grundbegriff in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, je nachdem, wie man jetzt Liebe versteht. Heutiges Programm also: Was ist Handlungsfreiheit? Was ist Willensfreiheit und Handlungen und Emotionen? Zunächst einmal ein Rückblick zum Thema praktische Vernunft. Es gibt verschiedene rationale Operationen, wo wir unsere Vernunft einsetzen können, betätigen können, vergleichen, abwägen, zum Beispiel von Gründen, verallgemeinern, auf Widersprüchlichkeit hinprüfen, analysieren, in kleinere Teile fragen, Probleme zerlegen, Schlüsse ziehen und urteilen. Urteilen wird häufig als eine der wichtigsten Operationen von Vernunft, von praktischer Vernunft verstanden. Hier kann man zwischen induktiven und deduktiven Schlüssen unterscheiden. Induktive Schlüsse, die verallgemeinern, da haben wir dann also wieder diese Operation mit einbezogen, die verallgemeinern von einer endlichen beobachteten Anzahl auf eine noch höhere nicht beobachtete Anzahl, also die Erweiterungsschluss sozusagen, ein empirischer Erweiterungsschluss oder deduktiver Schluss, wenn wir von sicheren Prämissen aus etwas ableiten, logisch gehaltsbewahrend, nicht empirisch. Ja, und das richtige Mittel zu einem Zweck finden und wählen, das ist dann die instrumentelle Vernunft. Jetzt kann man sich fragen, gibt es dann auch so etwas wie eine moralische Vernunft, die nicht nur sagt, was für ein Mittel wir zu einem bestimmten vorgegebenen Zweck wählen müssen, sondern welchen Zweck wir verfolgen sollen. Und zwar absolut, unbedingt. Ein moralischer Zweck zum Beispiel. Und das ist eine ganz strittige Frage in der Philosophie, ob es auch moralische Vernunft gibt. Immanuel Kant hat den Begriff des kategorischen und hypothetischen Imperativs geprägt in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Da mache ich dann auch oben rechts einen Link rein zu einer Sendung, zu diesem Seminar, zu diesem Werk. Er sagt, alle Imperative gebieten entweder hypothetisch oder kategorisch. Und der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst ohne Beziehung auf einen anderen Zweck als objektiv notwendig vorstellt. Also Zweck an sich, nicht nur Mittel zum Zweck. Das sind die hypothetischen Imperative. Also die Form des hypothetischen Imperativs lautet, wenn du X erreichen möchtest, dann musst du dafür Y tun. Y ist Mittel zum Zweck von X.
Der kategorische Imperativ lautet, tue X unbedingt. Zum Beispiel ist eine Form des kategorischen Imperativs eine konkrete Form. Du sollst niemals lügen. Der kategorische Imperativ sagt uns aber nicht ganz genau konkret in einer Situation, wie wir handeln sollen, sondern er ist recht allgemein gehalten. Wir müssen dann immer noch mit unserer Urteilskraft und unserer Erfahrung den kategorischen Imperativ auf die jeweilige Situation beziehen. Jetzt möchte ich noch auf David Hume zu sprechen kommen. Wir haben hier nicht viele historische Bezugspunkte. Immanuel Kant ist einer der Hauptbezugspunkte und sein Gegenspieler, obwohl die sich gar nicht wirklich gestritten haben, weil David Hume vor Kant gelebt hatte. Sein Gegenspieler ist eben David Hume und Immanuel Kant. Und David Hume sagt, wir drücken uns nicht genau und philosophisch aus, wenn wir von einem Kampf zwischen Affekt und Vernunft reden. Die Vernunft, sagt er, und jetzt kommt's, ist nur der Sklave der Affekte und soll es auch sein. Sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen als die, denselben, nämlich den Affekten zu dienen und zu gehorchen. Starke These. Also, es gibt nur instrumentelle Vernunft, ist das Motto von Hume. Und die Vernunft selbst, die kann selbst gar keine Motive und Ziele vorgeben, die dann von den Affekten unterstützt werden. Ein weiteres Zitat, was gegen die Auffassung einer moralischen Vernunft spricht. Es läuft, sagt Hume, der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als einen Ritz an meinem Finger. Es widerspricht nicht der Vernunft, wenn ich meinen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das kleinste Unbehagen eines Indianers oder einer mir gänzlich unbekannten Person zu verhindern. Es verstößt ebenso wenig gegen die Vernunft, wenn ich das erkanntermaßen für mich weniger Gute dem Besseren vorziehe und zu dem Ersteren größere Neigung empfinde als zu das Letztere. Auch wieder eine starke These. Da würden die meisten uns sagen, es widerspricht eben doch der Vernunft, wenn wir unseren vollständigen Ruin auf uns nehmen, um das kleinste Unbehagen einer uns fremden Person zu verhindern. Noch extremer, wenn wir lieber die Zerstörung der ganzen Welt wollen, als einen Ritz an unserem Finger. Das scheint gegen die Vernunft zu sein. Hume sagt, ist es aber nicht. Warum? Weil Vernunft und Affekt auf gar nicht derselben Ebene operieren. Die sind gewissermaßen windschief. Die haben gar keinen Bezugspunkt, weil sie auf ganz andere Bereiche gerichtet sind. Immanuel Kant hat es dann natürlich anders gesehen. Er hat gesagt, es gibt eine moralische Vernunft, die sogar in einen Kampf mit den Affekten eintreten kann, die unsere Neigungen abweisen kann, sagt er. Ja, so viel zu Hume und jetzt aber zur heutigen Sitzung. Heute geht es um das Großthema Freiheit. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Begriffe für die praktische Philosophie nach dem Begriff der Handlung. Es gibt hier wichtige Unterscheidungen, positive Freiheit. Ist die Freiheit zu etwas. Negative Freiheit ist die Freiheit von etwas. Und dann kann man jetzt noch Handlungsfreiheit unterscheiden. Das bedeutet, tun können, was man will. Die meisten im Alltag würden denken, das ist die volle Freiheit. Wenn wir diese Freiheit haben, dann braucht man nicht mehr. Aber in der Philosophie wird noch eine andere Form davon unterschieden, nämlich die Willensfreiheit. Und die kann man auf die Formel bringen, wollen können, was man will. Jetzt kann man sich fragen, wenn ich etwas will, dann muss ich es doch nicht mehr nochmal wollen. Dann will ich es doch, dann kommt es doch nur noch darauf an, ob ich das auch tun kann. Also viele würden sagen, Handlungsfreiheit ist völlig ausreichend, Willensfreiheit ist überhaupt nicht nötig. Das ist super erogatorisch gewissermaßen, ist zu viel, eine Übererfüllung der Freiheitsbedingungen. Oder manche würden sogar auch sagen, das ist sinnlos, den Willen zu wollen, das ist ein Widerspruch in sich. Der Wille will doch, wieso soll man den Willen dann noch wollen? Wir müssen uns überlegen, welche Gründe dafür sprechen, auch noch sowas wie Willensfreiheit anzunehmen. Es gibt jetzt verschiedene Argumente für die Handlungsfreiheit. Ich habe schon ein paar genannt. Nicht der Wille ist frei, ist, könnte man sagen, sondern der handelnde Mensch. Es gibt keine Willensfreiheit. Das hat zum Beispiel in der philosophischen Tradition John Locke gesagt, auch ein empiristischer Philosoph, ähnlich wie David Hume. Der Grund, warum wir geneigt sind zu sagen, der Wille sei frei, besteht darin, dass wir diesen als ein handelndes Wesen betrachten, also personifizieren. Dies führt jedoch zu einer Gedankenverwirrung, sagt eben dieser John Locke. Der Wille ist nur eine Kraft oder Fähigkeit, das heißt eine Eigenschaft von Menschen.
Eigenschaften können für sich selbst nicht existieren, sondern sie brauchen immer etwas, dem sie anhaften. Der Wille und die Freiheit haften als Eigenschaften dem Menschen an. Deswegen kann der Wille nicht frei sein, weil er nämlich eine Eigenschaft ist. Und eine Eigenschaft kann keine anderen Eigenschaften haben, sagt John Locke. Die Quelle unserer Freiheit liegt in unserer Fähigkeit, unsere Wünsche und Begehrungen zu hemmen und aus einer kritischen Distanz zu reflektieren. Das ist das Allermeiste, was John Locke zugibt. Für unsere Freiheit genügt es, demnach tun zu können, was wir wollen. Und die besteht nicht darin, wollen zu können, was man will. Das ist also nicht nötig oder sogar sinnlos. So viel die Vertreter der Handlungsfreiheit. Es steht dagegen die Argumentation für die Willensfreiheit. Und die lautet folgendermaßen: Willensfreiheit besteht im Gegensatz zur Handlungsfreiheit darin, unseren Willen selbst zu bestimmen. Es genügt nicht zu tun, was man will, sondern unser Wille muss kritisch geprüft und reflektiert werden. Wir müssen selbst die Ursache unseres Wollens sein und nicht nur unserer Handlungen. Es könnte nämlich sonst sein, dass unser Wille manipuliert wurde und er gar nicht unser eigener Wille ist. Er wurde uns gewissermaßen von außen einfach eingegeben. Die Autonomie besteht dann darin, das ist eine Weiterentwicklung, ein konsequenterer Gedanke der Willensfreiheit. Wir müssen uns selbst die Gesetze unseres Handelns und vor allem unseres Wollens geben. Natürlich ist hier Immanuel Kant besonders gemeint, wenn es um die Autonomie geht. Jetzt kann man sich allerdings fragen, inwiefern sind wir frei, uns die Gesetze des Wollens und Handels zu geben? Wie können wir das eigentlich tun? Wir sehen, die Willensfreiheit ist philosophisch viel problematischer, weil sie auch viel anspruchsvoller ist als die Handlungsfreiheit. Jetzt möchte ich auf Immanuel Kant ein bisschen näher eingehen und auf seinen Begriff der Autonomie. Er sagt Folgendes in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst, unabhängig von aller Beschaffenheit der Gegenstände des Wollens, eingesetzt ist. Das Prinzip der Autonomie ist also nicht anders zu wählen, als so, dass die Maximen seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mit begriffen seien. Und er sagt noch was: Das Gesetz der Autonomie ist nicht irgendein Gesetz, sagt er, sondern es ist unser eigenes Gesetz. Wenn es nämlich ein anderes Gesetz wäre, ein fremdes Gesetz, dann wäre es nicht unser Gesetz, sondern ein heteronomes, ein fremdgesetztes Gesetz. Und Heteronomie und Autonomie muss man nach Kant streng voneinander unterscheiden. Jetzt kann man sich aber fragen, was sind wir im Grunde? Menschliche Tiere, die nach Glück streben, dann wäre unser Gesetz, das unser Handeln leitet, das Glücksempfinden, die Glücksmaximierung, oder Personen, die nach Moral streben. Dann wäre es das Sittengesetz, nach dem wir streben müssen. Ja, es gibt verschiedene Probleme der Autonomie. Wie können wir uns aus Freiheit ein Gesetz geben, wenn wir doch immer schon unter einem Gesetz stehen müssen, um frei zu sein? Das ist ein Problem. Wenn das autonome Gesetz das Sittengesetz ist, wie können wir uns dann autonom gegen das Sittengesetz und für das Unmoralische entscheiden? Muss ja auch frei sein, das Böse, was wir tun, weil sonst könnte es uns nicht zugerechnet werden. Sind wir im Innersten wirklich moralische Wesen, sodass unser eigenstes Gesetz unseres Wollens und Handelns im Grunde immer ein moralisches ist? Diese Frage muss man natürlich an Kant stellen. Jetzt komme ich zu zwei ganz wichtigen Positionen, die die Willensfreiheit betreffen, nämlich den Kompatibilismus und den Inkompatibilismus. Kompatibilismus bedeutet, Willensfreiheit ist mit Determination vereinbar oder kompatibel. Deswegen heißt er Kompatibilismus. Beispiele: Gründe determinieren unser Handeln, aber Gründe sind nicht naturkausale Ursachen. Also unser Wille ist bestimmt, determiniert durch Gründe, aber weil es Gründe sind, die nicht mit Naturursachen identisch sind, sind wir darin trotzdem frei. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie man die Realität von Gründen erklären kann. Der Inkompatibilismus auf der anderen Seite sagt, Willensfreiheit ist mit Determination nicht vereinbar. Und dann kann man zwei verschiedene Formen unterscheiden des Inkompatibilismus. Einmal der harte Determinismus. Der Determinismus ist wahr, also alles, was auf der Welt geschieht, ist determiniert. Und deswegen sind wir nicht Willensfreiheit. Jetzt entsteht da natürlich ein Problem daraus. Wir sind nämlich dann nicht für unsere Handlung verantwortlich, wenn sie ja völlig vorherbestimmt sind, durch das Naturgesetz zum Beispiel. Der Libertarianismus auf der anderen Seite ist auch ein Inkompatibilist, aber er sagt, der Determinismus ist falsch und die Willensfreiheit ist deswegen wahr.
Das Problem ist, es gibt dann eventuell nach Auffassung des Libertarianismus naturgesetzliche Lücken. Also Phänomene, Ereignisse, die eigentlich gar nicht determiniert sind. Ist Freiheit mit dem Indeterminismus vereinbar? Sind wir willensfrei, wenn unser Wille nicht bestimmt ist? Das muss man sich auch fragen. Es gibt ja ein Konsequenzargument von einem bekannten amerikanischen Philosophen, Peter van Inwagen, und der sagt, if determinism is true, then our acts are the consequences of the laws of nature and events in the remote past. Wenn der Determinismus wahr ist, dann sind unsere jetzigen Handlungen bloße Konsequenzen vergangener, gültiger Gesetze. But it is not up to us what went on before we were born, and neither is it up to us what the laws of nature are. Also wir können nicht entscheiden, was vor unserer Geburt der Fall war, und die Naturgesetze, die auch schon vor unserer Geburt Geltung besaßen, die können wir auch nicht beeinflussen. Therefore, sagt von Ihnen wegen, the consequences of these things, including our present acts, are not up to us. Deswegen sind auch die Konsequenzen dieser vorhandenen vergangenen Zustände und auch der Dinge, die wir jetzt tun, nicht uns zuzuschreiben. Sie hängen nicht von uns ab. Das ist das Konsequenzargument. Und daraus folgt natürlich, dass die Willensfreiheit problematisch ist. Immanuel Kant hat ein ähnliches Argument schon viel früher formuliert. Er hat gesagt, da nun die vergangene Zeit nicht mehr in meiner Gewalt ist, so muss jede Handlung, die ich ausübe, durch bestimmende Gründe, die nicht in meiner Gewalt sind, notwendig sein. Das heißt, ich bin in dem Zeitpunkt, darin ich handle, niemals frei. Jetzt kann man sich fragen, ist dann Willensfreiheit ein Mysterium? Also, wenn wir unseren Verstand anstrengen, müssen wir eigentlich denken, alles ist determiniert. Also kann rational gesehen der Wille gar nicht frei sein. Trotzdem haben wir ganz starke Intuition, dass wir willensfrei sind und verantwortlich für unsere Taten. Und das ist ein Konflikt. Und Peter van Inwagen hat deswegen davon gesprochen, dass es ein Mysterium ist, die Willensfreiheit. If free will is incompatible with determinism, we are faced with a mystery. For free will undeniably exists, and it also seems to be incompatible with indeterminism. Indeterminismus verträgt sich auch nicht mit Willensfreiheit, weil wir da gar keine Bestimmtheit haben. That is to say, we are faced with a mystery of if free will is incompatible with indeterminism. Also, wir haben es hier mit einem Mysterium zu tun. So sagt es jedenfalls Peter van Inwagen. Es gibt auch noch Vertreter des harten Determinismus, wie Wolf Singer. Der hat einen Aufsatz geschrieben mit dem provokativen Titel Keiner kann anders, als er ist. Und Wolf Singer hat diese These aus der Perspektive der Hirnforschung. Er ist nämlich ein Hirnforscher, formuliert. Er hat gesagt, all unser Denken und Tun ist mit dem Ablauf neuronaler Prozesse zu erklären. Wir sollten aufhören, von Freiheit zu reden. Also hier wird ein neuronaler Determinismus angenommen, der unsere Freiheit, speziell unsere Willensfreiheit, bestreitet. Er sagt, genetische Faktoren, frühe Prägungen, soziale Lernfaktoren und aktuelle Auslöser, zu denen auch Befehle, Wünsche und Argumente anderer zählen, wirken stets untrennbar zusammen und legen das Ergebnis fest, gleich ob sich Entscheidungen mehr unbewussten oder bewussten Motiven verdanken. Sie bestimmen gemeinsam die dynamischen Zustände der entscheidenden Nervennetze. Weiteres Argument von seiner Seite. Genetische Dispositionen können Verschaltungen hervorgebracht haben, die das Speichern oder Abrufen sozialer Regeln erschweren. Oder die sozialen Regeln wurden nicht rechtzeitig und tief genug eingeprägt. Oder es wurden von der Norm abweichende Regeln erlernt. Oder die Fähigkeit zur rationalen Abwägung wurde wegen fehlgeleiteter Prägung ungenügend ausdifferenziert. Diese Liste ließe sich nahezu beliebig verlängern. Jetzt kommt sein Motto, keiner kann anders, als er ist. Und er ist eben, er oder sie ist eben neuronal determiniert. Soziologisch, aber eben auch hirnorganisch. Ja, also Hirnforschung, Willensfreiheit, die stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Noch ein Zitat. Diese Einsicht könnte zu einer humaneren, weniger diskriminierenden Beurteilung von Mitmenschen führen, die das Pech hatten, mit einem Organ, nämlich dem Gehirn, volljährig geworden zu sein, dessen funktionelle Architektur ihnen kein angepasstes Verhalten erlaubt.
Menschen mit problematischen Verhaltensdispositionen als schlecht oder böse abzuurteilen, bedeutet nichts anderes als das Ergebnis einer schicksalshaften Entwicklung des Hirnorgans, das unser Wesen ausmacht, zu beantworten. Überschreitet das Fehlverhalten eine Toleranzgrenze, drohen wir mit Sanktionen. Interessanterweise fallen diese Maßnahmen umso drastischer aus, je mehr wir davon ausgehen können, dass dem Delinquenten die Variablen, auf denen die Entscheidung basierte, bewusst sein müssten. Offenbar ahnden wir Verstöße dann besonders streng, wenn sie gegen explizit Gewusstes begangen werden. Gegen Werteordnung also, die über Erziehungsprozesse im deklarativen Gedächtnis verankert wurden. Wir begründen dies, indem wir bewussten Entscheidungen ein besonderes Maß an Freiheit zuschreiben und daraus besondere Schuldfähigkeit, Verantwortlichkeit und Sanktionsnotwendigkeit ableiten. Ja, das ist also seine These. Und die ist natürlich strittig und problematisch, weil nach dieser hirnorganischen These hätten wir gar keine Freiheit. Wie muss man dann umgehen mit Menschen, die zum Beispiel eine Bank überfallen? Muss man dann sagen, das war einfach deren Gehirn, das hat einfach nicht richtig funktioniert? Ist es so einfach? Daran kann man natürlich mit guten Gründen zweifeln. Dennoch ist es ganz schwierig, Willensfreiheit philosophisch zu begründen und gegenüber dem Determinismus zu profilieren und zu verteidigen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema der heutigen digitalen Vorlesung, zu dem Thema Emotionen. Man kann sich jetzt fragen, inwiefern unterscheiden sich Emotionen von Gefühlen? Können Emotionen rational und Gründe unseres Handelns sein? Also wie verhalten sich Emotionen zu Handlungen? Inwiefern können Emotionen zum Handeln motivieren? Wir haben ja schon mal gesehen, Gründe können auch motivationale Gründe sein, können Emotionen auch Gründe sein. Was sind moralische Gefühle? Das wollen wir auch noch kurz anschneiden. Was ist eine Emotion? Es gibt in der Geschichte der Philosophie ganz viele Vertreter von Emotionstheorien, die eine besondere Emotion ins Zentrum stellen. David Hume hat das Mitleid ins Zentrum gestellt, Immanuel Kant die Achtung, Schleiermacher und Scheler die Scham, Sartre den Ekel, Kierkegaard die Verzweiflung, Martin Heidegger die Angst, Aristoteles und Platon Neid und Eifersucht und Augustinus Hannah Arendt und Harry Frankfurt, auf den wir heute näher eingehen, die Liebe. Das sind ganz zentrale Emotionen, sage ich. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie können wir Emotionen, Affekte, Gefühle und Stimmungen voneinander trennscharf unterscheiden? Hier ein Vorschlag, Affekte vollziehen sich sehr schnell und intensiv, sodass wir bei Handlungen im Affekt nicht viel reflektieren und vorschnell handeln. Affekte sind deswegen keine guten Gründe für Handlungen. Beleidigung im Affekt. Stimmungen halten an und legen sich wie ein Schleier über uns. Gefühle sind äußerlich, etwa wie Schmerz oder Hunger. Emotionen drücken dagegen unsere Subjektivität aus und erlauben zugleich eine Reflexion. Deswegen eignen sie sich als Gründe und Motive für unser Handeln. Emotionen sind also ausgezeichnet gegenüber Affekten, Stimmen und bloßen Gefühlen. Wie hängen jetzt Emotionen mit unserem Handeln zusammen? Ich habe schon gesagt, Harry Frankfurt, den wir schon kennengelernt hatten, als es um die Frage nach dem Begriff des Willens ging, Stichwort Second Order Volitions, der hat sich auch dazu geäußert in einem Buch mit dem Titel Necessity, Volition and Love. Und einem anderen Buch mit dem Titel The Reasons of Love, in deutscher Übersetzung Gründe der Liebe. Kann Liebe ein Grund sein für unser Handeln? Ein guter Grund vielleicht. Er sagt, loving someone or something essentially means or consists in, among other things, taking its interests as reasons for acting to serve those interests. Love is itself for the lover a source of reason. It creates the reasons by which his acts of loving concern and devotion are inspired. Also Liebe sind Gründe von Quellen von Gründen. Das Gefühl der Liebe kann ein Grund sein, oder besser gesagt die Emotion. Er sagt auch noch was, er sagt nämlich, in der Liebe betrachten wir eine andere Person, weil wir nämlich uns um sie kümmern, wir sorgen uns um sie, not merely as a means, but at an end, as an end. Wir betrachten die andere Person to be valuable in themselves und wir handeln for their own sakes. Also das hat natürlich was mit dem kategorischen Imperativ, Analoges. Ja? Wir sind in der Liebe nicht nur so eingestellt gegenüber einer anderen Person, dass wir sie als Mittel zum Zweck brauchen, instrumentell, hypothetisch, sondern absolut kategorisch. Da gibt es eine ganz enge Nähe der Liebe zur Moral. Wir hängen jetzt Emotionen und unser Handeln zusammen. Nach Frankfurt ist Liebe eine Quelle für unsere
Gründe unseres Handelns. Damit stehen Liebe und Vernunft, Emotionalität und Rationalität sich nicht entgegen. Liebe besitzt, wie ich schon sagte, eine Ähnlichkeit zu Kants kategorischem Imperativ, da sie fordert, eine andere Person als Selbstzweck zu behandeln und diesen Anspruch zugleich mit guten Gründen beanspruchen kann. Das ist das Thema Emotion gewesen. Wir gehen in der nächsten physischen Vorlesung dann noch genauer mal drauf ein, auch anhand von anderen Beispielen, Immanuel Kants Begriff der Achtung, und gehen dann über zum Thema moralische Motivation. Was bestimmt unseren Willen? Was motiviert uns zu einer Handlung? Und auch da werden Emotionen wie Liebe oder auch Achtung eine große Rolle spielen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.